Wie das so läuft, das ist schon huiuiui. Graue Blaubeere, grüß dich, hi. Dauert ewig, bis ich das Anforderungszeug hier bekomme, ne? Ein neuer Zwerg ist. Raven, dankeschön! Raven 10819 ja, schenkt einen Sub an die graue Blaubeere. Im 5 Monaten warten, bis irgendwas kommt. Ja, 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 wobei es geht noch, ne? Zapp ist überhaupt noch da oder? Der ist nur, ich bin nur völlig konzentriert, total im Tunnel. Mega ruhig. Mega ruhig? Mega ruhig. Meinst du? Ja. Ich kann mir mal ein paar Mega-Biere holen, da werde ich immer mega labrig und rede immer Mega-Schrott. Mega-Schrott! Ja. Warum? Wir reden doch nie mehr Schrott hier. Meinst du? Blöd, oder? Ah, okay. Ja, ich habe gerade, glaube ich, zum ersten Mal einen Blueprint aus meiner Blueprint Library abgerufen. Ah, schön. Und mir war da gerade ein Doppelklick nicht bewusst, der erforderlich war. Ewig, wenn du das so aus der Hand fertigen musst. Pazzi, du baust Turbinen hier, ne? Ja. Also, bin gerade dabei. Weil ich jetzt keine Stromprobleme mehr habe. Baue ich gerade die Produktion auf. Ich such sie gerade. Nur ich baue auch Motoren auf und du die Motoren nicht anfordern, weil sonst fehlen irgendwo wieder Motoren. Deine eine Fertigung? Das sind die Coils. Warum wird die jetzt durch durchgeleitet? Wo steht das? Ach, die Motoren baust du vor den Turbinen auf. Ja, jetzt. Ja, okay. Ja. Hä? What's going on? Okay, bin nicht verbunden. Zu irgendwelchen komischen Ursachen. Wir haben mittlerweile über 600 Logistikstationen gebaut im Spiel. Die neueste, die ich gebaut habe, hat die Nummer 615 bekommen. Also, Logistikstationen, meinst du die Dinger, die die Drohnen lokal auf dem Planeten da die Sachen verteilen, oder? Nee, die großen. Ah, Spaceports. Spaceports. Okay. Die großen Dingers. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, ich dachte es mehr. Ja, also ganz ehrlich, deine Blueprints kennend, hätte ich es auch vermutet. Also ich bin gerade so überlegt, ja, wow, nicht schlecht, aber dann so im Nachgang, was, nur? Warum nicht mehr?
schaue gerade, was wir alles brauchen. Also wir haben ja einige Sachen, die wir so in der normalen Konstruktion immer wieder brauchen. Und versucht das hier mal gerade in so eine Art kleines Einkaufszentrum für Parzibert umzuwandeln. Dass es mir ja nichts fehlt halt auch, ne? Ich mache mir ja Sorgen um den Bert auch. So, klar, ne? Damit sein Logistiknetz auch niemals schrumpft. Frei nach Pipe Fiction. Es ist nicht schön, wenn man vom Bier holen kommt und die Förderbänder sind da, die man bestellt hat. Herrlich, herrlich. Ja, hervorragend. Punkt, moin, moin. Moritz, danke für 48 Monate. Vielen lieben Dank. Und auch am Stück, Moritz. Immer da. Das ist so groß. Großartig. Dankeschön. Moritz, 48 Monate am Stück. Vielen lieben Dank dir. Parzibert. Es schaut gut aus bei uns hier so. Oh nein, haben wir hier irgendwo Bricks, Party? Bricks kann man eigentlich gut anfordern. Ja, obwohl dauert bei euch ein bisschen, bis die ankommen, wa? Ja, ja, ja. Geht hier alles aus. Parzibert! Ja, da hat er schon mal Gäste, ja? Da ist so ein Zwerg bei ihm und dann hat er nichts im Haus. Nichts da, ne? Parzibert hat einfach alles verbraucht. Du kannst eine Scheibe Toastbrot kriegen. Nicht mal die. Selbst die braucht schon 3 Wochen, bis sie geliefert wird. Und ist dann halt leider auch schimmelig. Irgendwas ja, ist so. Irgendwas ist immer, ne? Aber ja, dieser Parzibert einfach, weißt du. Nee, so der andere das. Gastgeber. Ich komme mir jedes Mal so ein bisschen bescheuert vor, wenn ich ein Kupfervorkommen erschließe. Aber ich bring's nicht über mich, sie stehen zu lassen. Ich verstehe das voll und ganz, ja. Man will ja nicht, ne? Und dann denkt man sich, ja, aber... Haha, wir haben so viel und dann denkst du dir, ach naja, was soll's? Du brauchst es ja, irgendjemand braucht es irgendwann bestimmt und naja.
Spätestens wenn einer sagt, ich mache jetzt mal eine richtige Produktion für diese blöden Magneten. Ja, ja, ja. Ja. Gut, das ist vielleicht sogar einigermaßen korrekt. Na, Pazzi. Oh, Pazzi wird beliefert. Und versucht vor den Drohnen wegzufliegen, das ist ja wild. Der alte Mute-Bärt. Achso. Ups. Was denn? Ups. Wolltest du reden mit uns und hast ja, es wieder ich mal. Ich hab die ganze Zeit geredet. Hier ist der Stormbreaks am Boden liegen. Ah! Pazzi einfach. Der Ehrenbärt. Ja, damit es nicht heißt, ich hab nichts im Kühlschrank. Ja, du hast auch nichts im Kühlschrank. Also. Ja. Toll, ich kann genau ein einziges Ding damit aufbauen, weil dann reicht's nämlich nie mehr. Weißt du, das ist einfach der Unterschied zwischen Pazzi und Lippo. Ja? Als damals der Code Blue während unserer Eco-Staffel mal bei Lippo genächtigt hat, ja, der hat gleich gesagt, ja, hier im Kühlschrank ist Essen und Bier bedienlich. Ja, ja, so ist er. Und er war noch nicht mal da, ja, bester Gastgeber. Absolut. Ja, ich hab Dienst. Mhm. Voll gut. Ja. Dann unser Pazzi, nix im Haus. Nix im Haus. Außer ihm. Immer irgendwie, weiß ich nicht, dieser Bärt. Ja. Du machst alles für ihn und dann ist er einfach weg. Ah ja, das ist die berühmte Wiener Gastfreundschaft. Moch und Chasseur. Ich glaube, ich würde die Turbinen dann halt doch nicht zum Verkauf anbieten. Sondern nur Hamstern. Hamstern. So nennen wir ihn. Ja, das ist der Klassik-Bert. Der alte Sozial-Bert hier. Weißt du, da tust du alles, ne? Da stellst du ihm sogar noch Batterien ins Haus, ja? Und dann kommt er wieder so um die Ecke. Es gibt ja eine Sache, die ich an unseren Gesprächen hier immer ja irgendwo zwischen erfreulich und befremdlich finde. Vor langer, langer Zeit hatten wir einen Kater. Früher, oh, der beste Kater der Welt. Ja, weißt du, so ein roter Kater. Sehr hübsch, leider ein bisschen doof, aber mein Gott, wenn man hübsch genug ist, kann man sich das leisten. Ja. Und der hieß eigentlich Fry, aber wir haben ihn vom ersten Tag, wo wir ihn hatten, immer nur Muckelbert genannt. Und das ist dann eskaliert. Der Muckelbert war dann irgendwann auch der Rumspringbert, der Fressbert, etc. pp. Du merkst, worauf Stinkbert. Ich Stinkbert sowieso häufig. Häufig, ja. Die Rückseite vom Bert war bisweilen schwierig. Lustig, der war auch Österreicher. Wie wisst ihr es mit dem Bert? Allerdings war er ein Salzburger. Verstehe, ja. Ja, aber es ist doch schön, ne? Also auch, es ist einfach mal, ja. Ich fühle mich an ein sehr geliebtes Tier erinnert durch euch. Es ist große Klasse. Ich finde es auch nett. Immer gern. So. Ich kümmere mich jetzt erstmal um den Versorgungswert hier. Wäre ich verwundert, wenn nicht permanent Electronic Motors abverlangt werden würden. Ich sag ja, die gehen gut weg. Es geht alles in dieser Kette weg. Ja. Deswegen kämpfen wir ja da die ganze Zeit dafür, dass es irgendwie hinhaut. Ja, dann gibt aber dicke Backen. Oh nein, ready. Electric Turbines laufen wir mal halbwegs an. Okay, ich schau mal schnell, was das ausmacht. Vermutlich noch gar nichts. Ja, nee. Die Produktion ist noch sehr minimal.
Machst du Copy-Paste dann jetzt, oder was? Ja. Mhm. Okay, also Pazzi, dein Logistiknetzwerk sollte demnächst anspringen. Ich arbeite gleich dran. Dann wirst du auch mit Grundmaterialien und Zeug beliefert. Dauert noch eine Sekunde, aber es ist, dadurch, dass der Planet 100% bebaubar ist, ist er natürlich äußerst attraktiv. Ja, deswegen habe ich mir gedacht, ich baue hier die Sachen auf. Hier muss ich nichts flatten, gar nichts. Ja. Okay. Super. Da baue ich euch die Killer-Produktion an Foundation auf und dann ihr flattet nicht mehr. Ja, ja, wobei, wir flatten nicht mehr. Sind wir ehrlich, ich fliege irgendwann nach Mirzam zurück, ja, und spätestens dann. Zabes, spätestens dann. Ich will doch nur ein bisschen Wertschätzung für meine Arbeit. Ich find's doch wunderschön. Wir finden es doch alle wunderschön. Natürlich. Ich hasse diesen weißen Schnee. Der haut da so derartig die Augen an auf dem Bildschirm. Ist lieber gelb. Ja, ich mach gelb. Hundi, komm her. So, okay, passt wunderbar. Sehr schön. Aber ich glaube, wir haben hier noch ein. Wir haben immer noch ein Problem. Wir produzieren. Wow. Okay, wir produzieren zu wenig Solarsegel. Hab ich da noch einen Blueprint? Nein. Das heißt, ich baue hier einen kleinen. Bei Pazzi, ich nehme an, ihm ist das auch ohne weiteres recht. Baue ich nicht eine Produktion für Solarsegel auf. Wie klein? Was ist klein? Ach, keine Ahnung, so 5000 pro Minute oder so. Nichts Wildes. Naja. Das ist ja gewissermaßen Manufakturarbeit. Ja, so ein kleines Ding. Das merkst du gar nicht, Pazibert. Okay. Das heißt, meine Produktion wird jetzt nicht im Moment den Geist aufgeben. Doch. Aber was soll ich sagen, ne? Also, das war ja von vornherein auch klar. So, in dem Moment, wo ich abgehoben bin, war doch eigentlich schon klar. Ah ja. So. Schwierig, ja. So, da brauchen wir noch diese photonischen Kombinierer. Fordere ich auch mal gleich 5 Milliarden an. Produzieren wir dafür. Ich sehe schon, ich brauche, glaube ich, nach diesem Stream noch mal eine Stunde Station jetzt zum Entspannen. Oh, Pazzi, mir fällt gerade auf, die photonischen Kombinierer haben wir nicht mehr ausreichend. Die was haben wir nicht mehr? Ja, genau. Und deswegen muss ich da noch eine kleine Zweitfertigung hinbauen. Vielleicht auch 2-3 Fertigungen. Mal schauen. Irgendwelche komischen Kombinierer. Ja, die schauen schön aus. Das ist aber auch das Einzige, was die können. Ansonsten ist es einfach nur nervig zu produzieren. Ah, die da. So. Gut. Ich muss bloß schauen, dass wir oben so nach und nach wenigstens unseren Stuff kriegen. Ich soll davor Master Richard 89 ausrichten.
dass in deiner Dyson-Sphäre die oberen Streben füllen. Nachdem er das jetzt 800 Mal mittlerweile in den Chat geschrieben hat und ich noch nicht einmal drauf reagiert habe, vermute ich, dass ich das einfach ignoriert habe. Weil es vielleicht auch einfach egal ist. Ach, Zwerg, hast du das? Ja. Ich finde das nicht gut, wie du mit deinem Chat umgehst. Es ist einfach halt nur egal, ob die da sind oder nicht, spielt keine Rolle. Die geben sich so viel Mühe, ja, damit du auch mal vernünftig spielst. Aber ich mach das doch. Hab sogar mit Liebe gespielt, verdammte Scheiße! Mit der Liebe spielt man nicht. Ach. Ja, mit der Liebe spielt man nicht. Nee, es ist einfach nur völlig egal, ob da jetzt oben zwei Streben oder eine sind, es spielt keine Rolle. Es ist auf beiden Seiten symmetrisch, das reicht mir. Wenn es nur auf einer Seite symmetrisch wäre, wäre es auch eine sehr interessante topologische Aussage. Ja. Ich weiß. Aber auch das hätte ich hinbekommen. So. Oh nein. Was fehlt mir jetzt schon wieder? Och, echt jetzt? Ich habe das nicht angefordert. So. Natürlich unglücklich gelaufen. So. Gut, das dauert also 100 Jahre noch. Dann kümmere ich mich mal ganz kurz um die Produktion da unten noch weiter. 2/3, alles klar. Ich hoffe, du hast Energie mitgebracht. Nee. Gut. Ich habe alles, nur keine Energie. Dann ist das jetzt sehr unglücklich für dieses System. Warte mal kurz, wie viel habe ich hier? Wieso wundert mich das nicht, Zwerg? Also wirklich. Ich weiß doch auch nicht. Ich dachte, einmal könntest du mich überraschen. Ich habe dich bestimmt überrascht. Ich habe mich jetzt extrem zurückgehalten, eine ganze Weile lang, ja? Das musst du anerkennen. Fast 30 Sekunden lang keinen einzigen Spaceport gebaut. Mindestens. Partybert, jetzt will ich mal ein bisschen Applaus auch. Mhm. Warte. Ah nein, das haben wir alles deaktiviert, verdammt. Dann muss ich halt so machen. Danke. Ja, ich wollte das Applaus. Ich wollte das nicht verwehren. Das ist der Partybär-Applaus, weißt du, das ist dann auch nicht wert. Ich glaube, ich krieg die Photonenkombinierer hin. Glaube ich. Es schaut fast so aus, als würden wir den Bedarf hindeichseln können. Ansonsten brauche ich nochmal einen Spaceport dafür. Hm. Ja, reicht sogar. Aber reicht nicht für die nächste Produktion, das ist ein bisschen schade.
So, gut. Meine Position wird jetzt ganz kurz stillstehen, weil ich muss das alles umbauen. Okay. Warum kriegen wir keine Circuit Boards rein? Wieso geht das nicht? Ich habe vorhin mal, als ich welche gebraucht habe, um meine Assembler zu bauen, habe ich welche bestellt. Die kamen eigentlich sofort. Ich check's nicht. Auf blöd habe ich die letzten verbraucht. Wahrscheinlich. So. Aber wir produzieren eigentlich laut System, produzieren wir 2K pro Minute mehr. Also. Guckst du, das ist manchmal wie so eine Twitch-Mama. Die sieht, dass ich irgendeinen Fehler mache im Bau und kommt um die Ecke und sagt, das hast du falsch gemacht. Das geht so nicht. Du hast was vergessen. Mhm. Schau doch nochmal an. Magst du nicht nochmal von vorne machen? Warum kann das eventuell sein, dass es nicht funktioniert? Wollen wir das nochmal üben, Patsy? Ja. Ach, das war's. Ja, ich weiß, woran das Grundproblem liegt. Unsere Produktion ist wegen dem Iron Ore zusammengebrochen oder Iron Ingots zusammengebrochen. Deswegen funktioniert das und deswegen kommt da auch nichts. Weil die Grundproduktion nicht läuft, weil wir 6K zu wenig Eisenerz schmelzen. Baut ihr nicht gerade irgendwas mit den fetten neuen Schmelzern? Pazzi hatte da, glaube ich, was gemacht gehabt. Wieder was? Pazzi, du hattest doch mal was wegen den Schmelzen angefangen, oder? Wegen den Schmelzen? Ja. Hast du denn nicht mal was gebaut? Ja. Mit den schicken neuen Plate-Smeltern irgendwie? Ja, ja. Die Irons Ingots Produktion. Aber die Plate-Smelter selber produziere ich nicht. Nein. Die Ingots brauchen wir. Ingots? Ja, die Ingots werden produziert hier. Aber die werden auch permanent abgefragt. Von zig Millionen Planeten. Ja, klar, weil, ne, ist ja logisch. Und dann brauche ich sie ja hier auch selber schon für die erweiterte Produktion für die Turbinen. Noch mal eine kleine Schmelze aufgebaut hier. Aber halt noch mit T1 Dingern. Ups. Geht das nicht? Too close to another power facility.